Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Ventures. Ja, ihr kennt's ja. Und wir sind hier. Und es gibt eine Menge zu tun. Wie immer, ne? Wie immer. Ich könnte theoretisch mal checken. Ich habe derzeit gar kein Ziel ausgewählt. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Trag ist ein legendärer Hauptmann? Ernsthaft? Warum das denn? Mische dich in das Duell ein, um Saurons Armee zu schwächen. Mittlerweile hat er auch 14 Macht, der Kerl. Ich glaube, die möchte ich ihm abluchsen. Und ich habe sowieso eine Rechnung mit ihm offen. Schon Ewigkeiten her. So, Trag der Stolze. Wann stirbt er eigentlich endlich mal? Wie oft muss ich ihn denn noch töten? Ich meine, Respekt und Hut ab, dass er so lange überlebt schon, aber trotzdem. Nein, gefällt mir nicht. Irgendwann muss der Kerl doch auch mal dran glauben, oder? Ich meine, unsterblich kann er auch nicht sein. Ich sammle gerade weiße Blumen, gelbe Pilze und blaue Pflanzen. Okay. Werde ich wahrscheinlich eh vergessen. Mal gucken, ob ich auf dem Weg was finde. Und, voilà. Der schamlose kleine Feigling verdient einen schamvollen Tod. Schamvoller Tod, ja. So ein zum Beispiel, oder? Meinst du sowas? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Danke. Habt ihr das gehört? Oh oh. Ja, manchmal sind sie doch hellhöriger als gedacht, ne? Ganz sicher. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Ja. Einfach ignorieren. Einfach wegrennen. Man kann auch immer einfach Sachen ignorieren, ne? Die Beste, die du jagst, ist in der Nähe. Okay, ich habe doch einen kleinen Kampf. Boah. Genau, yes. Spaß für die ganze Familie. Ach Mist, verdammt nochmal. Hey, lass das mal. Scheiß Speerträger da hinten nervt auch ganz schön rum. Wow, wow. Das werden mittlerweile aber ein paar viele. Ach, wenn mehrere angreifen, geht das auch gleichzeitig? Oh, mittlerweile greifen sie auch gleichzeitig an. Oh shit. Was du mir angetan hast. Erwarte diesmal keine Gnade. Schon wieder fällt gerade ein Auge. Verdammt, den sehe ich viel zu häufig mittlerweile. Oh oh. Yes. So, einmal schön einer verpasst. Was natürlich leider nicht reicht. Oh shit. Oh oh. Nein, 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 nein. Falsche Taste. Nein. Oh. Mit deinem Tod wird man meinen Namen kennen und vor mir erzittern. Mutsglob, ein Speerträger? Ach, verdammt. Toll. Befördert worden auch noch, super. Ja, Felgrad wird auch immer mächtiger. Schweinehund. Und das Duell habe ich verpasst, so ein Mist. Ach Quatsch, jetzt ist er noch mächtiger? Legendärer Hauptmann. Scheiße. Okay, okay. Noch was, eine Hinrichtung. Ja, Gluck. Gluck hatte Glück. Sieht so aus. Na, hier ist ja was los. Haben wir es bald? Oh Mann. Na, jetzt ist er ganz woanders. Okay. Trotzdem. Ich glaube, die Stärken und Schwächen. Oh. Fernkampfangriffe und Explosionen. Das war's auch schon. Verweigert unwürdigen Opfern den Todesstoß. Hohoho. Schweinehund. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der. Ja, ja. Ganz, ganz tolle Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Und hast du nicht gesehen? Eigentlich wollte ich ja nur auch so ein bisschen was sammeln, ne?
dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Nee, 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 so siehst du ganz schnell einfach. Einfach mal erledigen. Ich danke dir. Und diesmal ist ja auch keine Horde direkt an dem Tor dran. Ist bestimmt deutlich angenehmer. Wow, da kommen trotzdem ein paar viele. Aber im Schleichen kommt man da auf jeden Fall schon eher vorbei. So, gib mir den Kram. Yes. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, damit. Lesefibel eines Waldläufers. Ah, okay. Ah, da ist die Erinnerung. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hilgon. Ich bin dein. Schöne Erinnerung, ha? Aber schon Weichen her. Übrigens, das habe ich letztes Mal ein bisschen nachgelesen, wer ist Hilgon? Hilgon von Thanos ist dieser andere Waldläufer, den wir schon kennengelernt haben. Den es wohl genauso tragisch erwischt hat wie uns. Aber naja, sehen wir es mal so, ne? Wen trifft es derzeit nicht tragisch? Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Wer ist da hinten? Ronk. Ronk. Nee, auf dich bin ich gerade nicht so scharf, wenn ich ehrlich bin. Hält sich eher an Grenzen. Aber er wird mir auch direkt angezeigt. Sehr nett. Hier ist auch noch Ifildin. Aber hier zum Beispiel gibt es wieder was für den Bogen, eine Mission. Eine Mission rechts unten ist noch versperrt. Und hier auch mehr Ifildin. Hier sind neue Kämpfe und so weiter. Aber ich glaube, wir werden uns mal in diese Richtung einfach vorwagen. So, Schritt für Schritt alles machen. Weil wenn ich das Spiel schon mal spiele, dann möchte ich auch wirklich die ganzen Waffen zu ihrer vollen Blüte bringen, sozusagen. So. Ah, herrlich. Also Style-Punkte sammelt er ja ohne Unterlass, ne? Ist fast schon gemein. Wow, 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 das war knapp. Der mag wohl das Wasser nicht, was von oben kommt, hä? Den schönen Regen? Ich hab nichts gegen Regen, im Gegenteil. Ich wurde heute Morgen von einem riesen, von einem richtig krassen Regenschauer geweckt. Das war richtig angenehm. Blicke der Vergeltung. Die Flammen in seinen Augen sollten das Letzte sein, was die Diener der Schatten zu ihrem Tode sehen sollten. Gerne doch. Ist aus kurzer Distanz durch Pfeiltreffer. Innerhalb von einer Minute, sagst du? Schnell. Immer schön aufsammeln alles, ne? Wir brauchen die Elbengeschosse. Warte, ich rieche etwas. Oh, shit. Ganz simpel. Yes. Anlocken, betäuben und Kopfschuss. Ach, schneller. Elbengeschoss benötigt, verdammt. Schnell, schnell, schnell. Yes. Und auch schnell genug gewesen. Mission abgeschlossen. Ja, so simpel läuft das. Ich zeige dir wahre Stärke? Wenn du meinst.
So. Lecker, 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 lecker. Und schön hinrichten. Reicht das jetzt? Ich glaube, das reicht, oder? Guck mal lieber nach, Freund. So. Selbst schuld. Selbst schuld. Ehrlich mal. Okay, so. Dann suchen wir doch weiter. Wir formen die Legende auf jeden Fall des Bogens immer mehr und immer mehr. Okay, hier lieber ein bisschen schleichen. Da oben ist auch ein Schütze. Einige sagen, ein Häuptling sei getötet worden. Kommt vor, ne, dass Häuptlinge sterben. Eine Leiche! Einer von uns! Eine Leiche! Oh nein! Furchtbar! Mir ist scheißegal. Da hast du noch eine Leiche. Untersuch die mal. Have fun. Da komme ich leider nicht ran. Na, warte mal. Ah, der hat leider überlebt. So. Ach so, aufzehren. Ach, das ist dieses Aufzehren. Gebt mir Elbengeschosse. Angenehm. Angenehm, mein Freund. Sehr angenehm. Okay, wo ist das Ephildin? Holy shit. Okay, ich mische mich hier lieber nicht ein. Nee, bei den Viechern, die können mich auch gerne in Ruhe lassen. Das ist euer Brot, nicht meins. Wo ist das Ephildin? Hm? Ach, über mir. Ah. Warte mal. Nee, auf der anderen Seite bitte fallen lassen. Ah, da oben. Okay. Haben wir gleich. Und hey, hey, hey. Langsam. Her damit. Nanichir, Gelaia Mordor. Ivar Danganen. Was auch immer. Falafalarei Nahatatapandai. Was auch immer. Wie gesagt, ich kann diese Sprache nicht. Es gibt ja Leute da draußen, die können diese Sprache. Was immer noch meiner Meinung nach sehr wahnsinnig klingt. Aber hey, nicht mein Problem. So. Und ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist abhauen. Und zwar mit dem Geschwindigkeitsbonus. Oh, shit. Wow. Das sind ein paar viele. Gib mir deinen Schädel. Scheiße. Ich glaube, der Arsch ist nicht ganz so praktisch. Ich habe A gedrückt. Ich habe A gedrückt. Ich hab A. Nein, das war zu langsam. Verdammt. Haut's ab? Ich glaube nicht, dass es abhaut, oder? Doch. Okay. Von daher drauf geschissen. Einfach weiter. Einfach weiter. Und so tun, als wäre nichts gewesen. Diesen Karagor ignoriere ich einfach mal. Schneller, bevor er sich befreit oder so. Lieber die Pflanze. Fellgrat. Ist das nicht Fellgrat? Erdenbrot gesammelt, genau richtig. Hat er mich gesehen? Noch nicht. Welche Gedanken verleihen euch? Wer bist du überhaupt? Ich liebe dieses schöne Gefühl, alles was schwach und elend ist zu zerquetschen. Schnell, 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 schnell. Ich werde... Diese Narbe macht Fellgrat, dich zu einem Krieger. Deine Leiche macht dich zu einem Trottel. Und meine Leiche, deine Leiche, macht mich glücklich. Oh ja. Dein Ende. So, okay, das funktioniert trotzdem. Sehr gut. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ja, warn, wen du willst. Ist mir sowas von wurscht. Will er wieder flüchten oder so ein Scheiß? Warum ist er jetzt auch mal grün? Ich habe keine Ahnung. Yes! Oh, das tat gut. Das war auch echt nötig. Wow! Oh. Schön. Egal. Versuch's ruhig, versuch dein Bestes. Boah, wie viel hält das Viech aus?
Oh Gott. Ah, nicht nur ein Schuss, so viel steht fest. Gib mir deine Macht. Gunst der hohen Dame. Bei jeder Aufziehung oder Brandmarkung 31% Gesundheit. Klingt doch super. Egal, ich kümmere mich erstmal hier wieder was zu sammeln. Mehr Ephildin, mehr Macht. Die Sklaven können schnell rennen, wenn auch nur ein Stück weit. Her mit der Belohnung. Jawohl, Umhangschnelle eines Waldläufers. Hübsch. Erstmal das Design in Ruhe angucken, oder? Wow. Echt stylisch. Würde ich auch tragen. Hätte ich einen Umhang. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Das muss auch ein das muss auch ein anstrengendes Leben gewesen sein, ne? Mordor durchgehend im Nacken, da kann man ja mit der Zeit ein bisschen wahnsinnig oder verrückt oder generell ein bisschen zynisch werden, ne? Ich glaube, das sind alle Waldläufer. Das merkt man ja auch bei Aragorn. Streicher auch genannt. Wenn ich den erklären muss, dann guckt ihr irgendwie das falsche Video. erhöhter Fokus-Höchstwert, gerne. Sehr gerne. So, Fähigkeiten. Kritische Treffer. Wenn ein Schlag in den nächsten übergeht. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Dann hatte ich noch diese... Ach ja, genau, Y gedrückt halten. Das muss ich noch mal machen. Dieses Theorisieren. Und Aufzierung aus dem Schleichen heraus. Genau. Er war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Läufer tötest, bekommst du eine Beförderung. Und was geht denn hier ab? Menschenfleisch aussuchen. Zerbrochene Erinnerungen. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Das sieht für mich nach Hauptauftrag aus, oder? Obwohl, auch nicht wirklich. Schon wieder Gollum? Ach komm. Na dann, möge das Schicksal uns verbinden. Ich vertraue ihm nicht einen Zentimeter lang, aber naja. Nützlich kann er sein, das wissen wir alle. Gollum folgen? Oh Mann. Scheint fast so, ne? Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang ich dich nicht bloß. Ich töte dich. Ich glaube, Gollum will, dass wir aber nichts tun, ne? Ja, so kommt's mir vor. Einfach weiter? Oder muss ich töten, oder was? Gollum bewegt sich keinen Zentimeter, von daher... Weiter deines Amtes. Wow, das ging zu... Sicher das Gebiet, um Gollum erscheinen zu lassen. Na dann.
Ah, das ist also das Timing für kritische Treffer. Jetzt verstehe ich's. Okay. Wenn ich den anderen treffe, dann direkt den nächsten Treffer einfach. Oh, egal, Hauptsache ist tot. Das war ein Kopfschuss? Wie habe ich das denn geschafft? Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Wie soll ich dich denn belohnen, ne? Pixa? Seltsamer Name für Schütze. Aber naja, man weiß, was er meint, ne? So. Wie? Das war doch auch ein Kopfschuss, oder nicht? Hä? Im Gegenteil, das hier war ein Kopfschuss, das andere vorhin eben nicht. Der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt. Halt die Klappe, nerviges Drecksvieh. So, hier. Ah, es macht einen Spaß. So simpel. Einfach aufs Feuer schießen und vergessen. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihn, den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze, spitze Stein. Dieses verrückte Vieh, ne? Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitzer Stein, führe uns, leuchtender Herr. Oh Gott, ich brauch mal kurz eine Pause. Dieser Irre ist widerlich auf Dauer, ne? Ist auf jeden Fall meine Meinung. So, ich kann nur drei Sachen freischalten. Festnageln, Wurfdolche oder letzte Chance Todesstoß. Ich glaube, die Wurfdolche und beim nächsten Mal nehme ich auf jeden Fall die Todesstoß. Der klingt schon gar nicht so verkehrt, ne? Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Wohin denn? Finde das Artefakt der Visionen. Sagt sich so leicht. Hier sind so viele Sachen. Was war das? Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Was sehe ich da alles? Was leuchtet denn hier so? Ach so, das ist ein Weg. Ah. Spuren, hä? Interessant. So finden wir es bestimmt. Okay. Überall sind hier so Sachen, die ich explodieren lassen kann, oder? Ja. Beruhigend ist das nicht. Was ist hier los? Sind hier irgendwie Untote oder sowas? So oder so. Mir gefällt die Gegend nicht. Absolut nicht. Aufsammeln haben wir's? Ah, geht's doch. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Hat er einen Todeswunsch? Immerhin. Noch stärker ist gut. Zumindest solange wir zusammenarbeiten, ist das angenehm für mich. Sehr gefährlich ist es hier.
Naja, verkrümel dich lieber. Ich wusste doch, hier ist irgendwas. Was zum Teufel seid ihr denn? Ich mag euch nicht. Ghule! Ach, das gibt's ja nicht. Oh mein Gott, sind das viele. Rufe einen gewaltigen Blitzschlag herbei, der Uruks verletzt und betäubt sowie Ghule tötet. X plus A. Ach ja, das habe ich ja schon gelernt, genau. Ah ja, okay, okay. Achso, ich muss das gedrückt halten? Jetzt verstehe ich. Ah, deswegen hat es letztes Mal nicht geklappt, wo ich das machen wollte. Das braucht man auch gegen diese Viecher, oder? So viele, verdammt nochmal. Come on. Mach schon. Oh mein Gott. Was für ein Durcheinander. Fuck, sind das viele. So oft wie möglich machen. Ich versuche schon mein Bestes. Wären das auch mal wenige? Ich meine nur. Weiter. Immer weiter. Irgendwann müssen die mal aufhören, oder? Lernen die nicht? Lernt doch endlich, ich bin unsterblich. Oder so. Ah, geht doch. Okay. Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Nee, das wirklich nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Ja, was du nicht alles spürst. Ich halte das für Blödsinn. Ich glaube, Gollum wird keine wichtige Rolle spielen. Total unwichtig, der Kerl. Naja, weiß ja eh schon jeder, ne? Ist ja nun echt kein Geheimnis mehr. Warte mal, ist das der einzige Turm für diese ganze Gegend? Oh Gott, ist es so weit? Ah, trotzdem ist es nah dran. Buff Trollsohn und das hier Mutzglob Knochenbeißer. Ach, der letzte kleine Fips, der mich getötet hatte. Das Schwein, das kaufe ich mir noch. Aber was ich so als nächstes mache, ich denke mal, diese ganzen Sachen wären auch ganz interessant. Ja, so eine Mission hatten wir noch gar nicht gemacht. Wäre also mal was völlig Neues. Von daher würde ich mal sagen, wir machen nächstes Mal irgendwo da weiter. Aber erstmal eine hübsche Schnellreise, ne? Kann nie schaden. Düp, 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 düp. So. Von daher würde ich sagen, mein Name ist Alex. Ich kam, ich sah, ich spielte.